Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Android. Heute geht es um Networking mit Android natürlich. Und ja, wir haben hier schon mal einen Button, der macht einfach aktuell gar nichts, außer diese On-Click-Methode aufrufen. Die ist aktuell noch leer. So, jetzt wollen wir zuerst mal gucken, ob wir überhaupt Internet haben. Und das tun wir, indem wir den Connectivity Manager holen. Der Connectivity Manager, zum Beispiel könnte man ihn ConMan nennen, ist gleich. Und ja, jetzt holen wir uns den mal über die Get System Services mal wieder plagen. Und hier drin kriegen wir das Ganze über getBaseContext.connectivityService. So, darüber kriegt ihr euren Manager. Der kann natürlich jetzt einiges. Wir haben ein Problem. Wir müssen es noch casten, aber das ist ja kein Problem im Prinzip. Denn wir kriegen hier einfach nur einen System Service zurück. Der Connectivity Manager ist ein System Service. Also einfach casten. Wird schon schief gehen. Hoffentlich passiert nichts. Ne, Spaß, es passiert natürlich überhaupt nichts. Okay. Und was wir jetzt tun wollen, ist, wir wollen feststellen, ob wir verbunden sind mit dem aktuellen Wi-Fi oder dem aktuellen Netzwerk überhaupt. Also wir könnten ja auch mit mobilem Netz verbunden sein, aber wenn Wi-Fi aktiv ist, ist das mobile Netz nicht aktiv und somit brauchen wir nur eins checken, nämlich das aktive Netz. Also Network Info ist gleich und jetzt holen wir dieses aktive Netz, also get active network info. Vorsicht, das hier ist leider deprecated, damit ging es früher. Get active network info, Semikolon und schon sind wir fertig. So, jetzt haben wir die Informationen über das aktive Netz. Jetzt wollen wir gucken, und das machen wir gleich als Toast, wollen wir rausfinden, ob wir, praktisch, ob wir verbunden sind. Das tun wir hier. Und jetzt geben wir einfach mal aus, wie habe ich es genannt? Networkinfo. Achso, erstmal gucken, ob wir ungleich nah sind. Also wenn wir gar kein Netz haben, auch keins in der Reichweite oder sowas, dann ist die hier null, die Networkinfo von dem aktiven Netz. Denn es gibt ja dann kein aktives Netz. Und wir wollen wissen, ob das Ganze verbunden ist. Deswegen Networkinfo. Is available liefert euch zurück, ob ihr natürlich das Ganze verfügbar habt, aber einfach nicht verbunden seid. Und jetzt können wir das hier nehmen, connected or connecting. So, jetzt haben wir hier das Ganze als Boolean, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch umformulieren als String, new String und so. Okay, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weitermache mit hin und her von wegen, ich probiere jetzt das Ganze als String auszubauen, indem ich, ja, das machen wir lieber außerhalb, sonst wird es ein bisschen hässlich, deswegen, ich schiebe das gerade mal raus. Boolean Connection oder sowas, nennt es einfach wie ihr wollt. Und jetzt packen wir das wieder da rein und nehmen hier einfach die Connection.toString. So, okay. Jetzt haben wir also diese Ausgabe hier. Schauen wir uns das Ganze mal einfach in der App an, ob wir eine Internetverbindung haben. Wird ein bisschen spannend, da wir das Ganze über einen Emulator laufen lassen müssen. Okay, bleibst du bitte auf dem Bildschirm. Dankeschön. Gut. Ach so, und bevor wir uns das Ganze angucken können, ich habe hier unten schon einen Error gekriegt, ihr habt es gesehen. Ich probiere das natürlich immer mal wieder so zwischendurch aus. Haha. Nein, ich habe was vergessen. Und zwar, wir müssen hier natürlich noch die Permission uns holen, dass wir überhaupt da aufs Network zugreifen können. Und das tun wir, indem wir hier einfach sagen, wir wollen die Permission, Users Permission. Und hier brauchen wir jetzt zweierlei Erlaubnisse, nämlich einmal Android.permission.internet. Ah, wieso wird die mir gar nicht angezeigt? Jetzt wird sie mir angezeigt. Da, schau an. Okay, Internet. Und die zweite, die raus aus dem String habe ich gesagt, die zweite, die wir brauchen, ist Users Permission Android Name und zwar Access, ich glaube, da scrollen wir lieber so hin, Access Network State. So, das sind die beiden Permissions, die wir brauchen und jetzt können wir das Ganze mal ausführen hier. So, okay, da sind wir. Also, es ging jetzt ein bisschen schneller, weil ich schon hochgeladen hatte. Okay. Tu es und hier kommt True raus. Das heißt, wir haben eine Netzwerkverbindung. Das heißt, das hier gibt mir True zurück, was wunderbar ist, weil wir haben ja hier dieses 3G simuliert. Also wir sind eigentlich nur verbunden mit dem echten Netzwerk, das jetzt hier von meinem Computer ist. Aber sollte auch so bei euch funktionieren. Super.
So, und jetzt können wir solche Sachen machen, wie hier zum Beispiel eine URL-Connection, weil wir wollen ja nicht nur prüfen, ob wir Internetverbindung haben, sondern wir wollen auch vielleicht uns verbinden. Deswegen sagen wir hier einfach mal eine URL-Connection, nennen wir sie einfach mal con ist gleich. Und jetzt nehmen wir die nächste Klasse sozusagen zur Hand. Jetzt brauchen wir aber erstmal eine URL, damit wir eine URL-Connection machen können. Eine URL bekommen wir, indem wir zum Beispiel das hier tun. URL ist gleich new URL von irgendeiner String URL, also sowas wie http doppelpunkt slash slash www.google.com oder sowas in der Art. Gut, jetzt müssen wir klar noch das hier importieren hier. Import Class. So. Jetzt kann uns hier sowas um die Ohren fliegen, dass wir hier zum Beispiel eine malformed URL haben. Das kann natürlich immer passieren. Zum Beispiel, wenn ihr hier ein HTTX oder sowas schreibt, also irgendwie sowas, dann kann es. Wow, das war nicht ganz das, was ich wollte. Dann kann es natürlich passieren, dass wir hier aus Versehen was falsch eingetippt haben oder einfach eine falsche URL bekommen. Dann müssen wir das Ganze try und catchen. Mache ich es halt von Hand, wenn das Ganze nicht möchte. So, try. Und was wollen wir jetzt catchen? Die malformed URL exception. Also catch malformed URL exception. Nennen wir sie wieder mal E. E.print stack trace. Fertig. So. Und jetzt können wir hier die URL-Connection tatsächlich mal aufbauen. Das können wir natürlich nur machen, wenn hier nichts malformed war. Das heißt, wir müssen innerhalb von unserem Try-and-Catch-Block bleiben. Ansonsten haben wir ein Problem. Also URL.OpenConnection. So, und diese OpenConnection, mit der kann man jetzt weiterarbeiten. Über die kann man sich jetzt irgendwelche Daten ziehen oder sowas in die Richtung. Kann natürlich jetzt hier wieder mal eine Exception fliegen, nämlich eine Java-IO-Exception. Das heißt, wir müssen hier unseren Catch-Block noch ein bisschen erweitern. Um eine IO-Exception, fertig. IO-Exception E, fangen wir wieder mal, indem wir sagen E.printStackTrace, fertig. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ich habe hier aus Versehen schon was gemacht, das con heißt, okay, dann nennen wir es einfach URLcon. So, jetzt wollen wir wieder in Richtung Android gehen, und zwar wollen wir jetzt eine HTTP URL Connection haben. Das heißt, wir wollen hier eine Verbindung HTTP aufbauen. Das macht das alles automatisch für uns. URL Connection ist sozusagen ein Interface, nicht ganz ein Interface, aber es ist tatsächlich, ja, das hier liefert uns automatisch die richtige Connection, also eine FTP Connection, wenn ihr ein File Transfer Protocol habt und so weiter und so fort. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach mal if URL con habe ich es genannt. Instance of ist ein furchtbares Schlüsselwort, aber man muss es halt manchmal machen. Vor allem, wenn man mit Android arbeitet, kann man nicht so toll da drum rumkommen. HTTP URL Connection. So, und dann haben wir eine HTTP URL Connection und darüber können wir jetzt ganz normal, wie immer in Java, ihr seht die ganzen Sachen hier. URL ist von Java, URL Connection ist von Java, HTTP URL Connection ist von Java. Und da können wir jetzt alles ganz normal machen, wie wir es mit Java auch machen würden. Also ganz normal mit dem Internet verbinden und so weiter und so fort. Zum Beispiel können wir jetzt hier sagen, wir casten uns diese URL-Connection erstmal. Eine HTTP-URL-Connection, HTTP-con ist gleich. Wir wollten es casten, HTTP-URL-Connection über URL-con. So, und jetzt nehmen wir hier unten einfach mal diese HTTP-Connection. Setzen die Request-Methode, also Request-Method, und ja, wir wollen hier jetzt einfach mal get benutzen, ist aber im Prinzip von eurer jeweiligen Anwendung abhängig, also das unterscheidet sich dann von Java in 0,0 Codezeilen sozusagen. Und jetzt wollen wir hier einen Return-Code, also wir wollen uns erstmal verbinden, http://con.connect, das heißt, ihr verbindet euch, mit dem Server, mit dem Freeway Handshake und so weiter und so fort. Und jetzt bekommt ihr auch Antwort von diesem Server. Das könnt ihr speichern als int return code ist gleich. Oder keine Ahnung, wie ihr es speichern wollt. Es ist im Prinzip bloß ein Integer. Und wir sagen jetzt hier response code heißt es eigentlich.
http://con.getResponseCode, vielen Dank, hat es mir schon alles vorgeschlagen. Und jetzt können wir hier sagen, okay, wenn der ganze Code in Ordnung war, also if returnCode gleich okay, wobei okay ist über HTTP URL Connection, da gibt es tatsächlich mehrere. Hier habt ihr accepted, bad gateway, created, conflict, bad request und so weiter und so fort. Die ganzen Dinger sind auch in irgendwelchen Standards drin, aber wir brauchen jetzt hier einfach bloß okay, was irgendwie 200 irgendwas ist, glaube ich. Machen wir aber irgendwann anders mal noch genau, nicht hier in der Serie, sondern in einer anderen Serie. Dann können wir hier einen Input-Stream öffnen. Input-Stream, auch aus Java.io, ganz normal wie immer, ist gleich. Und jetzt können wir hier einfach sagen, http://con.getInputStream. Super. Und darüber können wir uns jetzt diese ganzen Daten holen, die von Google kommen. Aktuell einfach bloß von der Startseite von Google. Könnt ihr euch dann ausgeben lassen und so weiter und so fort. Gut, war ein längeres Tutorial heute mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So könnt ihr mit Android irgendwie an euer Netzwerk kommen und an Webseiten kommen und so weiter. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.